nach all diesen Irrungen und Wirrungen gibt es Unklarheiten bei der Aufstellung von Stuttgart. Jetzt auch nicht ganz klar, was der Schiedsrichter hier entschieden hat. Auf jeden Fall gibt es Punkt für Wiesbaden. Der von Stuttgart wird dementsprechend wieder zurückgenommen. Vielleicht wegen eines Aufstellungsfehlers. Also 21:12 jetzt für Wiesbaden gegen Stuttgart. Jetzt will Sabrina Ross noch mal genau erfahren, was da los war. Ungläubiges Kopfschütteln bei Jan Lindmeier. Also da gab es eine gelbe Karte gegen die Kapitänin aus Stuttgart. Das hat den Punktverlust zur Folge. Also jetzt geht's weiter. 21:12. 4 Punkte fehlen Wiesbaden noch, um hier dieses Match zuzumachen. Angie Blan. Mit Wut im Bauch. Na, die will noch. Aber das wird schwer. 13:21 aus Stuttgarter Sicht. Jetzt aber ein guter Block von Sydney Anderson und Angie Blan. Mit dem Stellertrick, nachdem Sabrina Ross da gut postiert war für den Angriffsball von Regina Burchardt. Stuttgart kommt auf 15:21 heran. Wiesbaden nimmt die Auszeit. Wiesbaden hat die richtige Antwort auf dieses kurze Zwischenhoch aus Stuttgart. 22:15. Ist der Wiesbadener Block gut postiert und mit viel Glück kommt der Ball durch und Wiesbaden
zum neuen Aufschlag, Stuttgart zum neuen Aufschlag rechnen. Die Mittelblockerin kommt zurück, Laura Pichlaja-Mecki. Hat eine kreative Pause erhalten von Jan Lindenmeier. Jetzt aber vorne auf der 4 wird sie wieder gebraucht für den Mittelblock. Ja, Angie Blanc ärgert sich. Sie ist extrem motiviert nach wie vor. Vielleicht ein bisschen zu viel gewollt. 23-16. Fehler von Maren Brinker. Matchbälle für den VfL Wiesbaden gegen Stuttgart. Und der ist es nicht. Steffi Lehmann war es vorbehalten, der doch einiges an Matchpraxis fehlt. Das merkt man dann auch in dieser Situation. Von ganz weit hinten aufgeschlagen ins Netz. Aber es bleiben immer noch 7 Matchbälle übrig. Und es ist Regina Burchardt vorbehalten, hier zum 3:1-Sieg für Wiesbaden dieses Match zu beschließen.